Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Wie jedes Mal auf diesem Kanal. Freunde, es ist 0 Uhr. Was sagt mein Vater? 10 vor 0 in 10 Minuten. Bisschen ruhiger. Psst. Wieso, Papa? Du kannst mich verlassen. Ey, 20 Jahre war ich da. Du kannst mich verlassen. Achso. Nicht, du kannst dich verlassen, sondern du kannst dich auf mich verlassen. So, ich hab 5 Wörter vergessen. Mein Vater packt schon Koffer. Ich soll dich verlassen, passt. Alles gut. Danke, dass du sagst. Kann sein, dass irgendwann mal ein Cut kommt, weil einer von dort hinten Anlauf nimmt und hier reinspringt. Freunde, was wir heute machen? Was steht im Titel? Richtig oder Schminke. Richtig oder Schminke, Freunde. Wir haben uns gerade, wir haben schon länger geplant, das zu machen. Richtig oder Schminke, wie läuft's ab? Der falsch beantwortet hat, wird geschminkt. Ich war in meinem Schrank unterwegs. Was ich in meinem Schrank habe, habe ich mich selber gewundert. Ich hatte eine schwere Zeit damals. Queen ja? Adam warst du da? Soll ich dich fotzen, Alter? Ist eine Klobürste. Zum Mitnehmen. Ist eine Klobürste zum Mitnehmen. Also Verstopfung und so ist. Für die Augenbrauen, ne, auch. Nein, das ist eine Klobürste. Du bist irgendwo im Plexiglo kacken. Was so? Im Plexiglo? Ja. In welchem? Hast du schon mal ein Plexiglo gesehen? Was ist Nein, habe ich nicht. So, auf jeden Fall, was haben wir hier? Wir haben lauter. Google schnell mal. Beauty Blender, ich weiß. Okay. Ah, woher weißt du das? Komm. Marius hat auch eine schwarze. Ich und Marius haben doch damals. Wir haben. Kennst du nicht Queen Marius, Instagram? Seid mal ehrlich, die ungeschminkte Weide will keiner mehr sehen, oder? Also bringen wir den mal ein bisschen tauglich, straßentauglich. Kevin, ich glaube, das ist heute leer bei dir. Wenn ich mir deine Fratze so anschaue. Ja, Kevin, Digga, du musst dann habe ich arbeiten. Mir, dann denke ich mir auch manchmal, eine Klobürste reicht halt für dein Gesicht nicht. Alter, ich lache mich gerade so kaputt, dass mein Bauch wehtut, Digga. Den hat, wie oft hat er den? Ja, dann machst du gerade. Warte, lass mich zählen, lass mich zählen. Warte, kurz. Kevin ist so einer, ganz kurz zu Kevin und dann fangen wir an. Kevin ist so einer, er bringt einen Witz mitten im Tag, spontan. Der war gut. Der war stark. Wir haben alle gelacht. Was denkt sich Kevin? Damit gehe ich heute durchs Tag. Holla Krise. Er erzählt dir jede 4 Minuten. Ey, Kevin, wie geht's? Also, ich muss lachen, dass mein Bauch wehtut. Ey, Kevin, geh mal dein Handy schnell. Ich muss lachen, dass mein Bauch wehtut. Mutter ruft an. Ey, Kevin, wo bist du? Ich muss lachen, dass mein Bauch wehtut. Er ist kacken. Spur drunter. Also, ich muss jetzt lachen. Hast du noch einen anderen Witz? Meine ist sehr gut. Rahmen seins, nehmen meins. Mach es eins als vorletztes und als letztes schreibst du bitte ganz groß hin. Ich muss echt lachen, weil mein Bauch wehtut. Viel Spaß mit dem Video. So, ich schwöre dir auf alles. Pass auf nach dem Video. Ah ja, warte, bevor wir anfangen. Snapchat aufmachen. Schwarze Bildschirm. Fotografieren. Oder weißt du, was ich verstanden habe? Mach Snapchat auf. Bild. Was? Das wird sowas angepiept, Bruder. Okay, stell die Frage, Bruder. Wie groß ist dein Basketballfeld? Da zählt die Breite und die Länge mit. Alter, wenn ich nicht... Also Breite und Länge. Wie groß ist ein durchschnittliches Basketballfeld? Also es ist so groß. Ganz genau. Wie groß? Meter oder Breite? Was ist das für eine Frage, Digga? Ich habe 15 Meter breit und 30 Meter lang. Ich habe 40 zu 50. Okay, es ist 28 Meter lang und 15 Meter breit. Also oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich war richtig nah dran. Oder ihr müsst mal. Mein Onkel hat damals auch Basketball gespielt. Michael Giordene. Michael Giordene, damals in New York. Der Cousin von Mandarine. Okay, ich muss kurz. Oh, Bruder! Ich bin reingetaucht. Wir haben kurz hier ein ganz einfaches Bild, wenn ich Rahmen wäre. Concealer! Auf die Backen, oder? Was steht da? 12 Stunden haltbar. Echt? Auf die Backen. Was ist Concealer? Morgen ist Freitagsgebet, gell? Auf die Backen. Geh ich als Barbie Freitagsgebet, erste Reihe. Echt, der war Hodger, Digga. Mit Lippenstift. Hinter Hodger. Hodger deckt sich, Hodger betet so. Alter, was ist das? Was ist das? Ist das, was? Und ich so. Warte. I have the... Nein. Das war Dings. Lugi, high courage and ultra long since consenter. Perfectly, camouflage, on the air says to watch you... Ne, und ins Deutsch. Ja. Deutsch. Ja, ich hab's verstanden. Es kommt ins Ohr rein. Oder? Ja, warte, dann machen wir es noch mit dem hier so schön. Also hier so. Oh, wie das sich anfühlt, du. Was ist ein Band, oder? Ich würde an deine Stelle Maler, Lackierer da ein bisschen in die Richtung gehen. Geh mal ein bisschen näher dran. Wie seht ihr, wollt ihr die Farbe zum Ursprung zurückzukehren? Hier wurde das nicht vernünftig bearbeitet. Dann müsst ihr schön einmassieren. Bruder, chill. Am Ende mein Auge ist geschminkt. Bruder, ich fühle mich jetzt cringe, Walla. Falls am Outro, also im Outro, falls die Laras hier sitzen, sind wir das. Oder so, mittendrin. Ich wusste ja gar nicht, seit wann ist bis Maler drin? Haben die schön graus gemacht? Die Übergang, oder? Hat jemand meine Handtasche gesehen? Okay. Wie viel? Ja, Astaghfirullah, ja Rabbi. Mit Schminkenfresse. Egal, was ich sage, es wird schlimmer. Wie viel geben Frauen durchschnittlich für Schminke aus im Jahr? Okay, was ist die Antwort? Marius? 308 Euro. Warte. Weißt du, was denkst du? 5K.
Ich bin der, oder? Ich hatte damit Para. Krass, damals hatte ich Geld, Bruder. Durchschnittlich? 480 Euro. 88 Euro. 88. Ich werde mit 300 noch komplett weiternehmen. 88 Euro im Jahr gibt eine Frau für Schminke. Durchschnittlich. Durchschnittlich. Das ist, Bruder. Durchschnittlich, Bruder. Das ist manche geben zum Beispiel im Jahr 500 Euro aus, manche geben nur 10 Euro aus. Manche, und dadurch machst du dann ein I have Rechnen? A pen, I have an apple, die Lara ist in Mitte. Bruder, kommt es mir vor, sitzt gerade hier ein geschminkter Nafri und ein Zigeuner neben mir, der jetzt Nafri schminkt. Ey, wenn du noch, ich schwöre dir auf alles. Geil, Mann, ey, Marius, ich feier dich gerade. Marius, du brauchst wie diese Ei von Volksfest. Krass, Bruder, schau mal her. Was hier mit dir, Bruder? Was halt immer zusammen? Adams Augenbrauen. Du magst halt McDonald's, oder? Das finde ich auch schockt. Damn. Den hab ich gut gemacht, Digga. Warte, jetzt traurige Musik. Wie viel nimmt man ab, wenn man 24 Stunden nichts isst? Nichts. Wie viel? 2 Kilo. 2 Kilo, okay. 200 Gramm. Marihuana. Ich sag mal so, Kiwina, wie geht's dir? Wie viel? Es sind 300 Gramm. Ja, aber warte mal, der ist so blöd, dann würden alle, the biggest loser und so, die würden die einfach in den Raum stecken, 10 Tage kein Essen geben. Ja, kann ja sein, weil dann kommt nichts in den Magen, dann kannst du. Die kommen so rein, so, Heidi Klum war drin. Heidi Klum war da 5 Monate lang. Wir machen hier ein bisschen die Tour. Alter. Bleib, fließ runter, das fließt runter, du bist so ein Anfänger. Beautyblender, was ist das? Dieses Kaugummi da, das mit Kaugummi ausschaut, der ist so tupfer. Wieso gehst du so gut aus, das macht mir gerade Angst. Ey, warum hast du so viel drauf gemacht? Das war kein Creme, ne? Stimmt, Bruder. Ey, lass, wolle das nicht. Ich mach's wieder rein. So, bleib mal so. Meine Schwester bringt mich um. So, wir machen einfach hier. Schön einmassieren. Oh. So, Tante, das war diesmal hier. Oh mein Gott, Bruder. Meine Mutter schminkt mich morgen hier. Schön. Aber mit blauen Flecken, mit Fäusten. Ich kann es nicht anschauen, wenn ich dieses Gesicht schmink. Warte. Schmink sein Ohr. Bruder, man muss sein Ohr ein bisschen. Bruder, damit du ein bisschen hörst. Wann war der letzte Tornado in Amerika? Also in USA. Vorgestern, Alter. USA. Ich weiß nicht, 16. August 2019. Okay, was ist das? 10. September. Was? Welches Jahr? 20. Okay, dann haben wir einen klaren Gewinner. Und das ist meiner Meinung nach, ich muss rechnen, trotzdem. Boah, einer schaut mich hinten an, Bro, mit einem Augenbrauen. Der hat nur einen Augenbrauen. Der Gewinner ist ganz klar, Kief. Ja, Mann! 13. April 2020. Und insgesamt hat Kief halt den Unterschied von 5 Monaten und du von 8. Andere Seite auch immer, nicht nur einen. Ist der Vampir oder was? Ey, mach das nicht schön, Digga. Was ist mit dir? Warte, reicht doch, Bro. Du siehst aus wie der Flash. So, wir kennen alle den Song in meinen Dieben. Nein, ja. Okay? Ja. Aus wie vielen Inseln bestehen die Malediven? Weißt du das? Ja, Maris war doch jeden Tag dort Urlaub. Maris sieht aus wie diese eine bei Volksfest, bei Autoscooter. Ja. Die immer diese Autoscooter wieder zurückbringen. Bro, ich war immer derjenige, der Lenkradzieher gedreht hat und es rückwärts geht, weißt? Und dann ist der immer... Okay, lass mal deine Geschichte auf Seite. Nur die? Ram, machen wir schon mal auf Seite. Aber bei mir fehlt noch die Zigarette, würde ich sagen, oder? 300. Boah, Bruder, wir machen ganz klare Gewinner. Malediven ist kein Kontinent, Bruder. Ja, aber was für ein bisschen Dings. Warte, wer hat gewonnen, sag ich. Wie viele gibt's? Es gibt 1196 nicht vorhandene Inseln. Drecksack. Ram braucht ein bisschen Lippenstift. Nein, Jawohl, Digga. Der Ram wurde von einem Autoscoot-Zigeuner geschminkt. Du wurdest geprinzt. Wann wurde Facebook gegründet? Jahr und Monat. Stunde mache ich auch. August 2009. 1999. Keinen Monat? Juni. Das ist sehr schwierig. Da kämpft halt der Mehmet gegen die Lara, gell? Welchen Monat ist das? August. August 2009. Juni. Das heißt. Juni 99. Warte, wann ist es denn? Wann ist es denn? 2004 Februar. Also ich hab klar gewonnen. Nein. Klar gewonnen. 5 Jahre. Aber ich hab gewonnen. Was hast du 99? 99. Juni 99. Ja, ich hab 4 Jahre. Ich bin leer. Hä? Er hat 5 Jahre, ich hab 4 Jahre. Du hast 5 Jahre auch. Ich hab 2009, Digga. Ja, und 2004. Also 5 Jahre. So. Ja. Wie heißt denn dieser Maler? Apokalyptus? Oder wie heißt denn der Maler? Apokalyptus. Da Vinci. Was sag ich doch? Bruder, wenn ich dich weiter schminke, glaube ich, verliebe ich mich. Tut gezogen wie. Ich
Iron Man ohne Maske. Bin zufrieden mit dem Meisterwerk. Du bist jetzt eine Mischung von Kim Crimson's Iron Man. Geh raus, Atem ist jetzt dran, ich freue mich. Ich hab Kunstwerk gemacht und der hat ja gemacht. Alter, ich hab eine Ähnlichkeit mit Queen Gypsy. Nein, 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 nein. Das ist, wenn man meinen Arsch schminkt, hab ich dann eine Ähnlichkeit mit Queen Gypsy. Ich hab nur das Beste für dich, Bruder. Ich fühle mich gut. Aber wie geil ist das geworden, Bruder? Ich könnte Künstler werden. Ich fühle mich wohl. Hat sich gut angefühlt. Ich hoffe, meine Mutter weiß, wie du ausschaust. Sieht gut aus, ne? Mein Gesichterkennung geht mich nicht. Geisteskrank. Bart ist stabil. Alter. Ich hab dich ein bisschen braun gemacht, da hab ich mir gedacht, ich mach die Kontur ein bisschen schwarz und die wird weg, meine Freunde. Freunde, das war's mit dem Video. Ich bin's, Adem. Das ist Luigi Becchia. Luciano. Bruder, meine Haut brennt. Das lässt jetzt 2 Tage wirken, bist ein neuer Mensch. Mein Gesicht brennt. Mein Insta ist hingemeldet, Ram Seins neben... Ich hab dich gerade mit Ram verwechselt, ohne Scheiß. Ja, ich finde auch Ähnlichkeit jetzt. Und die Laras alle hinter mir. Ich schwöre... Das ist Porenminimierer. Keine Pickel mehr. Warum hast du Porenminimierer? Rotzember, jeden Tag neues Video auf diesem Kanal. Freunde, abonniert schon mal, aktiviert die Glocke, 18:30 Uhr, jeden Tag 18:30 Uhr, bis zum 24. Dezember, bis zum heiligen Abend von dem Abend her. Mach mal los, Bruder.